Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft, in der ich jetzt hier mal noch bei dem Löwengehege bin. Und ich habe mir mal ein paar Stufen gemacht, denn den meisten von euch hat das ja nicht so gefallen. Und da dachte ich mir, mache ich doch mal einen Kompromiss. Fuck, wohin mit dem Wasser? habe ich irgendwas, nämlich Holz. Einmal das Ganze hier weg. So, dann machen wir dann nämlich einfach hier so ein paar Stufen rein. Dann haben es die Löwen nämlich auch noch einfacher. Brauche ich das jetzt hin? Wo ist die Stufe hin? Was? Ach, ist sie jetzt da? Oh Mann. So. Nein! Machen wir es so einfach. Hier kann man es ja so machen. Da so. Okay. Nee, das da hinten sollte ich schon auch noch ändern. Nee. Ich sehe es gerade. Das macht ja so gar keinen Sinn. Wir lassen es einfach so hier. Und da sieht das doch eigentlich deutlich besser aus. Wir können jetzt auch nach unten kommen. Und außerdem habe ich hier nochmal die... Ach, ich hatte ja hier schon welche. Oh Gott, deswegen habe ich gar nicht mehr gebraucht. Na gut, dann machen wir es einfach. Ich weiß nicht, wie viele von diesen Heuballen ich schon falsch rumgesetzt habe. Dann war noch die Bitte, dass ich gucken sollte, dass ich bei den Zäunen hier oben das Ganze eins höher mache, aber da kommen sie ja hier auch schon nicht drüber. Das müsste ja eigentlich so passen. Des Weiteren brauche ich dann noch mal ein bisschen Glas für das da hinten und ich sollte hier einen Ast machen. Aber ich habe gar kein Akazien, also das müsste ich in einen anderen Holztypus hinmachen. Und dann hatte ich das auch noch gelesen, dass ich doch die linke Maustaste gedrückt halten soll bei dem Reinsetzen, damit das schneller geht. Muss ich mir auch mal unbedingt merken. Und ich sollte Gras abbauen. So. Mit der Schere, damit die Schafe sich hier nicht andauernd bedienen. So. Das Schaf, so leid es mir tut, muss jetzt einfach mal sterben. So, und dann wurde auch ich gebeten, dass ich das da drüben ein bisschen größer mache. Aber die Schafe kommen da ja wieder raus. Also das ist jetzt nur übergangsweise. Ich weiß, dass es für beide zusammen jetzt zu klein ist. Kann man auch mal gucken, ob wir dann später vielleicht mal das Ganze für die Schweine an sich schon ein bisschen größer machen. Und ich hatte gesehen, dass ihr eher wollt, dass wir weiße Wolle nehmen. Anstelle von dem Birkenholz. Waren die meisten Wünsche eigentlich eher für weiße Wolle. Dann machen wir es doch einfach so. Ich lasse es jetzt erstmal da, bis die Schafe... Dass ich das Orange fertig habe und dann machen wir das Ganze mit weißen Schafen. Also erstmal das ganze Orangene, das ist ja auch nicht mehr so viel. Und danach machen wir dann den Rest mit weißer Wolle. So, erstmal hepp. So. Und da ich immer mal wieder die Frage lese, also ich kann niemanden in diese Welt reinlassen. Es ist eine reine Singleplayer-Sache. Und zu den Dungeon-Projekten, das können wir dann gerne
mal so handhaben, dass wir dann entweder das Rathaus fertig bauen oder ich kläre das mal mit den anderen ab, was ihnen lieber ist. Vielleicht bauen wir einfach das Rathaus im Off fertig und dann zeige ich euch so ein bisschen den Fortschritt einfach. Jetzt komme ich da nicht höher. Und dann zeige ich euch dann einfach mal, wie es aussieht, wenn es fertig ist. Na gut, dann esse ich jetzt erstmal ein paar Möhren. So. Alles aufgegessen. Das hier fehlt auch noch. Dann machen wir es erstmal so. Hep. Und dann so. Dass ich auch dann weiß, wie es dann auszusehen hat. Stimmt, hier habe ich ja noch ein paar Zäune. Dann kann ich die hier schon mal weiter platzieren. Genau. Genau, das hört nämlich hier oben dann so zu, dass man hier auch nochmal sitzen kann. Yay, Smarty geht ab. Na, egal. Au. Okay, das heißt im Umkehrschluss, wir müssen gleich auch nochmal ein paar Fische sammeln. Damit wir... Moment. Ich würde gerade sagen, ist da noch ein neues Pferd da gerade dazu gekommen. Also ich baue noch ein bisschen Glas für das Löwengehege. Und dann können wir uns ja schon mal an die Arbeit machen und schon mal ein paar Löwen suchen. Weil ans Fangen ist ja jetzt erstmal noch nicht zu denken. Also ich brauche... Ah ne, habe ich nicht noch Fische hier irgendwo? Hier ist keiner. Hier auch nicht. Ja, ich habe die mal gegessen direkt. Ich muss mal schauen, ob ich jetzt noch welche finde. Da waren ja eigentlich immer eine ganze Menge am Wasser gelegen. Hey, die Hälfte haben wir ja schon fast von dem. Lass mal gucken, dass wir noch mit weißer Wolle das Ganze dann ausbauen. Muss ich mal gucken, wie viel weiße Wolle ich da mache. Also ob ich wirklich alles komplett umrande, dass es wie so eine Wand ist. Das sehen wir dann, was am besten aussieht. Aber erstmal hier nochmal das Glas fertig. So. Hep, 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 hep. So, perfekt. Ich würde fast sagen, wir machen hier lieber noch eins hin. Wer weiß, ob man da nicht durchkommt oder nicht. Also, ich weiß es nicht, aber sicher ist sicher. Wir haben ja gerade das Glas noch übrig. Löwen. Ich würde fast sagen, holen wir uns lieber mal noch einen fahrbaren Untersatz. Weil die dürften, wenn, dann in dem Wüstenbereich, glaube ich, hier sein in Minecraft. Und ich bin mir nicht sicher, hatten wir nicht sogar mal welche gesehen? Müssen wir mal schauen. Ich glaube, wenn ich hier auf dem Pferd sitze, kann ich auch da drüber springen. Dann kann ich mir das Ganze nämlich sparen. Ich war auf Milky. Au, 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 au. Autsch. Ja, aber ich kann es mir sparen, sehr gut. Dann reiten wir einfach mal ein bisschen hier lang. Und gucken wir mal, ob wir nicht hier ein paar Löwen finden. Hier ist ja. Warum spawnt denn bei mir so viel und hier überhaupt nichts? Oh Gott. Das Pferd. Ja Gott, es hat ein halbes Herz verloren. Ich habe drei verloren und das Pferd beschwert sich. Hier ist jetzt irgendwie echt tote Hose. Komisch, vielleicht spawnen die nur, wenn man in der Nähe ist, so ein bisschen.
Da ist jetzt ein Bär. Boah. Das sieht halt mal krass aus, das Glitzern. Ah, ihr seht's gerade. Jetzt spawnt hier anscheinend was. Ja. Zebras, ein Bär, Papageien. Wo waren die denn gerade? Da. Dann sind auch nochmal Zebras. Also Zebras haben wir hier wie verrückt. Muss ich hier einfach nur genügend lange in der Gegend rumreiten. Und dann finden wir die Sachen schon. Spinne. Enderman. Skelett. Kaktus. Zombie, Creeper. Villager Dorf. Nochmal keinen Löwen. Da muss ich nochmal genau gucken, wo die spawnen können. Das finden wir dann ja irgendwo mal welche. Oh. Nicht auf mich schießen. Autsch. Also vorerst habe ich hier gerade nicht den Erfolg, sehe ich gerade. Autsch. Sage ich schon vorher Autsch, bevor ich überhaupt nicht verletze. Ah, das sah aber einfach, das war schon gefühlt das Autsch. Das sah schon danach aus, als würde es mir gleich wehtun. Genauso wie wenn ich hier drüber springe. Ja. Hey, nein, gar nicht. Diesmal. Oh mein Gott, ein. Oh, ein Golem. Ich habe keinen Bock, nochmal so eine Kreatur zu erzeugen, die hier alles mit Steinen bewirft. Was ist denn da für eine Hexenparade vor meinem... Nein, geht weg von meinem Zoo. Ich park erstmal Milky kurz. Au, au. Danke für den Ausritt und die vielen Schmerzen im Kopfbereich. Da ist noch einer. Was machen denn die ganzen Golems hier? Ich will ins Bett. So. Mandy, dir geht's alles noch gut? Ach, sehr gut. Gut, dann mache ich jetzt erstmal meine Grüße, denn gegrüßt wird die Nathalie Rupp, die Emma Hirschmann und die Jana Sommer grüßt ihre beste Freundin, die Sophie. Oder war es nur ihre Freundin? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Dann werden auch die Air Hunter gegrüßt und dann werden nochmal alle Abonnenten von uns gegrüßt. Da schließe ich mich einfach dann mal an. Das ist nämlich immer, wäre alles schwer, wenn man die alle namentlich dann nennen würde. Und dann verabschiede ich mich hier auch nochmal für diese Folge und dann gucken wir mal, ob mal. Da ist er. Ob wir nächste Folge nicht. Es sind Kürbisse gewachsen. Ob wir nächste Folge dann nicht mal was finden für unser Löwengehege. Aber hey, das sieht doch schon mal richtig cool aus, oder? Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.